Ich habe mich mal ein klein wenig zurückgezogen nach dem Ende der letzten Folge, ansonsten hätten wir das überhaupt nicht überlebt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Watch Dogs. Ja, auf unserer Seite sind noch die ganzen Leute und mittlerweile werden wir auch beschottgunnt. Wer ist denn das? Ist das die Polizei? Ich glaube ja, weil das war jetzt keine rote Markierung. Ich werde den Heli mal wieder ausmachen. Der markiert uns ja die ganze Zeit. Und dann versuche ich mal an der Seite entlang zu gehen. Aber die schießen ganz doll, deswegen gehe ich in Deckung. Eieieiei. Wir sind aber schon mal weiter als zuvor. Und die wissen offensichtlich ganz genau, wo sie hinschießen müssen. Darf ich nicht auf die schießen? Oder war der jetzt einfach bloß in einer ungünstigen Position? Wollte schon sagen. Okay, ist auf jeden Fall die falsche Waffe jetzt, wo wir entdeckt wurden. Da kommt jemand rum. Eieieiei, schlechte Medizin. Das kann man so sagen. Wir kommen hier gar nicht mehr raus, oder wie? Oder was? Nein, wir werden nicht gesehen. Ich beeil mich mal wieder, um dem Gröbsten hier aus dem Weg zu gehen. Polizei in Verfolgung. Ganz viele Rote und... Oh, die schießen sofort auf uns. Obwohl wir noch gar nicht entdeckt wurden, zumindest laut Anzeige. Oh Gott, das wird doch nichts. Wir sind mittendrin, T-Bone. Ich weiß, da ist einer, aber ist mir gerade egal. Ach Gott, da vorne auch wieder. Ey. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einen Blackout mache, also... Aber was bringt mir das? Das Problem ist, was bringt mir das? Mach mal zu hier. Geht nicht, na toll. Was würde mir ein Blackout bringen? Gar nichts, weil wir haben hier keine Straßenlaternen. Gut, der Heli wäre weg, aber der wäre auch mit einer normalen Neutralisierung weg. Und... Die Cops sind hier! Schnell! Raus! Scheiße! Jeden Moment eine Schießerei. Aber genau das könnte ich brauchen, um hier rauszukommen. Wir sind die Polizei! Ehrlich gesagt, ich kann darauf verzichten. Wie konnten die uns denn finden? Ist doch egal! Halt sie auf! Es klingt so, als ob die über uns wären. Blöder Heli, wo bist du? Da. Klingt so, als ob die bösen Buben über uns wären, aber jetzt haben die uns noch nicht gesehen. Schaut mal, die gucken alle zum Haus, die Polizisten. Oha. Bis zu dem Moment, als ich entdeckt wurde. Dann schieße ich die jetzt einfach so gut es geht nieder, aber die haben ja auch Schutzwesten. Polizist getötet, ja, ja. Hauptsache, ich komme hier lebend raus. Scheiß Heli schon wieder, der macht uns ziemlich erkenntlich. Die meisten sind jetzt schon hinter uns. Wenn ich jetzt hier noch in die Hütte komme, dann ist das schon sehr viel wert. Hör auf, Mann. Oh Gott, ich muss hier rum. Dankeschön, ich glaube, wir schaffen das. Ein böser Bube ist auf uns zu unserer Linken, aber es kommt kein Heli hinterher. Jetzt fängt er sich gerade wieder mit seinem Scheinwerfer. Aber wir sind schon ziemlich weit weg und da wäre ein Boot. Ein fahrendes Boot. Oh, wir haben es geschafft. Fast. Wir sind noch nicht entkommen, deswegen einfach nochmal etwas vorsichtig bleiben. Niemand groß zu sehen, jetzt entdecken die uns, aber es ist zu spät. Entkommen sie die der... Ja. Entkommen sie der Polizei, das haben wir geschafft. An sich. Wunderbar. Okay, Jack, finally. Davon gibt es viele in Chicago, aber nur einer arbeitet für Bloom. Bingo. Danke für das Check-in bei deiner Lieblingsbar, Kumpel. Du machst es mir echt einfach. Finally, Jack. Finally. Und wir haben wieder einen Skillpunkt erhalten. Den könnte ich durchaus bald wieder ausgeben. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir sind da lebend herausgekommen. Zwar nicht unentdeckt und mit ein paar Kugeln, die wir uns gefangen haben. Aber geschafft ist geschafft. Da redet dann später gar keiner mehr von. Warum darf ich jetzt wieder nicht aussteigen? Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Mann, das läuft dir wie geschmiert. Ach komm, wenn du schon so hupst, dann gib mir mal dein Auto. Na, bist du beschränkt? Handy hat sie verloren. Das ist alles, was ich wollte. Wir schauen mal kurz auf das Handy. Ich will mir mal kurz den...
Fortschritt anschauen. Also, was ich mir überlegt habe, die Fuchsjagd finde ich doch ganz interessant. Ich weiß jetzt auch, wie ich da genau gucken muss. Beim ersten Mal gut. Erstmal reinfinden. Und ich würde ganz gerne ein Rad der Daves machen und auch die komplette Fuchsjagd. Also 8 Sammelaufgaben, weil es eben auch um Aiden Pierce geht und auch um uns. Die Audiologs sind mir nicht so wichtig und die Straßenschlägermission, wir könnten nochmal hier fixer machen, weil wir es eben noch nicht gemacht haben, aber den Rest würde ich eher liegen lassen, außer wenn wir Geldprobleme bekommen sollten. Und die Online-Aufträge lasse ich auch liegen, also ihr wisst Bescheid, was ich mir vornehmen möchte. Und da werden wir jetzt mal schauen. Naja. Auf die Karte einen Blick werfen. Hier hinten war da noch eine Fuchsjagd, ne? Wo genau? Das nicht, ne? Ein digitaler Trip. Hier war doch... Also wir waren beim letzten Mal, haben wir hier hinten eine Mission angenommen. Und da war doch hier hinten eine Fuchsjagd, oder? Das ist was Herstellungsmäßiges. Online-Straßenschlägerei, sehr orange markiert. Legende öffnen mit E. Ach, mit den Falltasten schalte ich durch. Okay, Shops. Untersuchung. Fuchsjagd und ein Rat der Daves ist der Totenkopf. Untersuchung. QR-Code ist so ein Viereck mit O. Da gehen wir direkt raus. Interessant. Also hier wäre was. Untersuchung. Rat der Daves. Gleich 3-mal an der Zahl. Wir sind ziemlich nahe. Dann fahren wir doch mal dahin. Und nehmen uns das mal zu Herzen. Mehr oder weniger. Boah, schön, wie der rutscht der Wagen. Naja, das Handling macht Spaß. Was ich jetzt nochmal in der Pause gemacht habe, als ich auch zurückgegangen bin, weil die Folge haben wir in der letzten, also die letzte Folge haben wir woanders beendet, als wir diese gestartet haben. Da habe ich auch nochmal die Mausempfindlichkeit etwas probiert. Also, was mich noch am ehesten hier im Spiel stört, ist wirklich die Mausempfindlichkeit. Also, ich weiß auch nicht. Einerseits etwas zu langsam oder zu überempfindlich. Zu träge, zu überempfindlich. Beiderseits, so eine richtig gute Mischung hatte ich bisher noch nicht. Oh, was sehe ich denn da? Es ist nicht mehr allzu weit, aber ich muss. Hab die Mauseinstellung wieder etwas angepasst. Mal schauen, ob das soweit passt. Doch. Weil das einfach mein Auto ist. Nimm den da vorne, den blauen, den hellblauen. Aber das hier ist meiner. Ja, der arbeitet aber nicht so gut auf der Handbremse. Schade. Aber dafür arbeitet er ganz anders. Ganz gut. Wir hüpfen da auf die Straße. Oh, wir wären schon da. Dann wehe, hier nimmt uns jemand den Wagen weg. Wehe, ich mache ihn extra zu. Ist das nicht hinten die Ecke, als wir das Ende vom Hauptspiel gesehen haben? Da sind wir doch hinten in der Ecke gegangen zu einem PC. War das hier? Nee, hier ist... Na wohl, könnte sein, da hinten an der Zentrale, an dem Kontrollkasten. Könnte sein, dass wir da gewesen sind und angeblich müssen wir weiter runter, wenn wir mal auf die Karte blicken. An dem Ding waren wir doch damals. Ich meine ja. Tja, die Karte sagt uns, geh nach unten. Hier ist Wasser, ne? Ah. Kann man hier unten rein? Also das sind bloß Texturen, das ist nichts zum Interagieren. Aber es wäre auf dieser Höhe. Ich hätte jetzt ganz gerne mal eine Kamera. Ich gehe jetzt nochmal eine Etage tiefer. Mal schauen, ob... Was ist denn hier los? Ach, da ist er. Der war das. Okay, dem rennen wir mal hinterher. Wobei, es dauert ganz schön, bis wir ihn einholen. Will ich jetzt aber schießen? Ach, ich bin mal wieder, ich habe vorhin Polizisten getötet, ich bin mal wieder drauf und dran, meinen Ruf zu verbessern und der glitscht sich da hoch. Aber er verliert an Zeit und das ist immens. Oh, da ist ein Geldautomat, den können wir auch gleich noch wahrnehmen. Komm mal her. Auf der Treppe. Super. Dann will ich jetzt Geld haben. Wie viel? Na, bin ich mal gespannt. Das erste Mal, dass wir hier...
Oh, gar nicht mal so viel am Geldautomaten waren. Naja, was soll's. Etwas Strecke haben wir jetzt zurückgelegt. Boah. Was zur Hölle? Ja, was zur Hölle? Nee. Warum sollten wir uns denn entschuldigen? Es könnte auch hier in dem Café sein. Hintereingang wieder? Just die Frage, beim letzten Mal mussten wir wirklich hinten rein. Ach, das ist die Musik. Wenn ich jetzt hinter seinen Tresen gehe, meckert er doch bestimmt rum. Also laut Karte ist es noch weiter hinten. Na, was finden wir hier? Also an sich sind wir schon drauf. Klebt das irgendwo an der Decke oder ist das hier in der Kiste? Klettern oder scannen? Ich entscheide mich für Klettern. Nein. Rebooten. Eine kampfbereite Armee in Ketten. Die Stimme des Volkes. Von ihren Anführern geknebelt. Das stimmt. Dadzack hat Anführer. Auch wenn sie es leugnen. Pflegen lieber ihre Egos in sozialen Netzen, als soziale Änderungen zu bewirken. Also muss Blut fließen. Jeder Krieg beginnt mit einer Tragödie. Irgendwem klemmt die Hose an der Ritze. Aiden hat mir von Dadzacks Anführern erzählt. Den Daves. Und auf die hat dieser Wichser wohl abgesehen. Nun gut. Da wissen wir Bescheid. Ich find's interessant, wie das aussieht, wenn T-Bone ein paar Zacken schlägt, ein paar Haken schlägt. Wie das aussieht. Aber gut. Wir haben noch zwei Rad der Daves. Und zwar da hinten. Ich bin hier runter, ne? Weil ich will... Zurück zu meinem Auto. Und das habe ich ja vorne geparkt, also muss ich doch hier zu der Straße. Wehe, denn hat jetzt jemand geklaut. Also bisher fand ich Fuchsjagd noch etwas interessanter. Aber mal sehen, was wir hier noch bei den Daves herausbekommen. Ich bin hier rein auf der Seite, ne? Ah, da steht noch der Wagen. Ein Glück. Wir waren also auch nicht weit genug weg, als dass der Wagen despawnt. Auf der Karte konnten wir es gerade schon leicht erkennen, wo wir als nächstes hin müssen. Dennoch gönne ich mir hier einfach mal einen Wegpunkt. Der hat Leistung. Und das hört man schon und das spürt man auch sofort. Ach, es war wirklich ein Katzensprung entfernt. Aber hey, wir sind sofort. Ach, das Parkhaus. Das kenne ich auch noch ganz gut. Schön, dass wir aber auch wieder an Orte zurückgeführt werden, wo wir eben schon mal waren. Und mit dem Ferrari im Parkhaus? Moment, ich will hier eigentlich nur im Drift hochfahren. Also laut Karte müssten wir schon wieder runter. Ich habe keine Lust zu fahren, deswegen bleibe ich hier mal. Musik nervt gerade. Es wäre immer noch weiter unten. Ach, dann war das wohl neben dem Parkhaus, das eine. Okay, bevor ich jetzt ganz runter fahre, fahre ich doch nochmal ganz hoch. Kurz entschlossen. Ah, es war jetzt zu weit eingelenkt, schade. Mal schauen, ob sich das hier etwas besser fährt, wenn wir runterfahren. Aber ich komme ja schon beim Bergauffahren. Zu viel... Ja, da bekomme ich zu viel Geschwindigkeit drauf. Deswegen kann ich ja nicht wirklich schön rumrutschen. Nee, also... Der Wagen ist dafür dann doch nicht ganz gemacht. So, laut Karte müssten wir jetzt schon an sich da sein. Einfach mal einen Kofferraum, beziehungsweise den Motorraum aufgemacht. Der Motor sitzt hier hinten. Also an sich wäre es auf dieser Höhe. Müssen wir jetzt einen QR-Code finden? Was ist denn das da oben? Das zählt doch, oder? Jetzt die Frage. Was stand da? Ich glaube mit Handys anderer, oder? Ich schau nochmal nach. Was steht da? Zwei QR-Codes finden und mit einer Kamera entschlüsseln. Also mit irgendeiner Kamera. Dann muss hier irgendwo eine sein. Oder haben wir Haftkameras? Nee, wir sind ja nicht bei den alten Splinter Cell-Teilen. Ach, da wäre einer. Gut. Oh.
sich nicht nackt zu fühlen. Manchmal macht er mir Angst. Er hat krasse Ideen. Er verleucht aus der Haut. Er ist ein Genie, kann aber sehr kindlich sein. Einerseits könnte er mir helfen, den Bunker zu finden. Aber andererseits habe ich Angst, was er dann dort macht. Er ist bereit, die Daves zu treffen. Aber ich weiß nicht, ob die Daves für Default bereit sind. Ich weiß nicht, ob irgendjemand für Default bereit ist. Na, habt ihr die Stimme sofort erkannt? Du hattest echt viele Geheimnisse. Genau, Clara, sie lebt ja nicht mehr. Ja, die Kameraden wir und da der QR-Code. Und der andere ist da hinten. Ach so, ach jetzt sehe ich das erst. Die waren so auf einer Höhe. Ich habe mich schon gewundert, wie geht das, dass der um die Ecke geht. Aber nee, das Gegenstück, die obere rechte Ecke, die ist da hinten. Die wir hier eben durch die Kamera erst sehen konnten. Gut gemacht. Und wir müssen runter, aber dazu nehme ich wieder den Wagen. Das ist mir zu weit. Eingestiegen. Macht mal bitte jemand zu, Dankeschön. Jetzt wäre es eigentlich mal wieder angebracht, in die Cockpit-Kamera zu gehen. Weil wir nichts mehr sehen, wenn sich da vorne was aufklappt. Oh, jetzt aber ab. Hat sich schon wieder erledigt. Warum qualmt der Wagen so? Waren wir das vorhin? So hier zum Beispiel. Also der Wagen qualmt jetzt noch nicht. Schade. Ich versuche jetzt mal die Kamera so zu lassen, weil... Komm, pendel dich ein. Mal gucken, wie gut die mitgeht. Na doch, ist etwas angenehmer. Ich habe vorher immer selbst die Kamera bewegt. Aber die bekommt hier auch einen ganz guten Rhythmus hin. Eine ganz gute Führung. Hätte man auch so runterfahren können. Was ist denn jetzt los? Ach so, schon wieder ein böser Bube. Aber wir können uns nicht um alles kümmern. Wir müssen uns um QR-Codes kümmern. Ein Lift brauchen wir denn? Runter von der Treppe, ich komme. So, nochmal ausgestiegen. Habt ihr ihn schon gesehen, den QR-Code? Also der letzte war ja alles andere als klein. Es muss ja gar keiner sein, fällt mir gerade ein. Stimmt ja. Fernzugriff entdeckt. Der ist von DedSec. Da werde ich mal zuhören. Oder zu lesen. Treffen wir uns am Ambrose. Keine Zeit, ich arbeite fort. Es ist dringend. Okay, okay. Die ein pazifistischer. Der muss zum innersten Kreis gehören. Ich weiß nicht, was ich im Ambrose finde, aber ich habe da so eine Ahnung. Er hat jetzt einen Tracker auf dem Handy, so behalte ich ihn immer im Auge. Vielleicht finden wir am Ambrose ein Amboss? Ja. Ein pazifistischer Kriegstreiber. Sowas. Oh, da geht's aber weit runter. Nun gut, ist das jetzt auf der Karte eingezeichnet? Nein, wir wollen kein Stadtspiel betreiben. Was hätten wir denn wieder in der Nähe? Wollen wir uns mal umziehen? Wir können ja mal schauen, was wir für den guten T-Bone finden. Genau, wir gehen uns noch einkleiden, vielleicht. Wir schauen zumindest mal nach, was es so gibt. Ah, nein. Okay, dann müssen wir runter. Achtung. Die haben die Ruhe weg. Ah, hier, ein Hütchenspieler. Schön. Oh Gott, Achtung, ich habe den Wagen nicht ganz unter Kontrolle. Der geht ja auch ab. Mensch, 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 Mensch. The Loop, da sind wir wieder. Oh Gott, ich höre Sirenen. Doch nicht wegen uns, oder? Oh, gut, um die Kurve gekommen. Ein halber Kilometer noch, dann dürfen wir uns neu einkleiden. Wenn wir denn was Passendes für uns finden. Wir sind bestimmt sehr wählerisch. Ich bremse schon mal etwas vor. Der Wagen wird noch einiges um die Ecke rutschen. Ja, um einiges. Dann, ausgestiegen. Wir sind so frei und parken so. Ach, hier macht jemand Werbung, oder wie? Für den Sachenladen? Ein Sachenladen. Walker and Thaw. Was? Walker and Thaw. Okay. Ich habe jetzt Cloth gelesen. Cloth. So, so. Clothes. Einkaufen. T-Bone Grady. Kampffreak. Ich habe Sachen, die kriegen sie nirgendwo sonst.
Brieftasche 12.000. Scheiße, wir müssten ganz schön aufsteigen, um uns das alles zu gönnen. Diesen Stil auswählen. Erkennt man da jetzt schon was? Noch nicht. Achso, auch? Yes. Ich bin falsch gegangen. Ich wollte das Grüne haben. Tempo Freak. Straßentags. Straßenschlägermission. Ach so, dafür dann. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus und... Sind Sie wirklich sicher? Ja, wir haben nämlich schon bezahlt. Zumindest haben wir ausgewählt. Wir lassen das einfach mal auf uns wirken und machen auch in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.